Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei timetodo.ch. Viele wundern sich jetzt, sind wir nicht etwas zu früh dran? Im Prinzip haben Sie recht. Bis wir die Sendefenster verschoben haben, haben wir bei dem Thema heute uns ein bisschen mehr Zeit genommen. Unser Thema heute, wie angekündigt, Manifestation. Da ich zwar der bin, der weiß, um was es da geht, aber ich darf nicht alles machen, auch wenn ich das wollte. Es gibt Dinge, die sind nicht für mich, die sind für andere, und zwar für Menschen, die dazu richtig befähigt sind und die auch den Weg, der die Manifestation in Freude, in Liebe bringt, den als Lebensweg gewählt haben. Sie kennen sie alle. Alle drei waren schon bei mir im Studio zu Gast. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und mit Ihnen die Manifestation machen. Wie und was das gleich abläuft, das erklären wir uns. Jetzt stelle ich Ihnen meine drei Damen im Studio vor. Lara Bernardi, Lena Gieger und Alexandra Hubler-Rieder. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo Norbert. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns ja vorher schon unterhalten über die ganze Geschichte. Unser Thema ja heute, wir wollen den Menschen das Instrument oder die Fähigkeit der Manifestation näher bringen. Ich sage da mal zu den Zuschauern einen Satz, und zwar diesen Satz habe ich in einem Buch gelesen, was José Aquileras, das ist einer der bekannten Maya-Forscher, mal geschrieben hat. In diesem Buch stand, es wird interessant sein zu sehen, was passiert, wenn Tausende und Abertausende von Menschen zur gleichen Zeit den gleichen Gedanken denken. Da ist eigentlich schon das ausgesprochen, was Manifestation ist. Sie kennen das alle, wie man das zurückführt, wenn wir uns ein Molekül vorstellen oder ein Atom und Nanopartikel und ein Neutrino. Den sucht die Wissenschaft jetzt im ganzen Weltall, weil der ist reine Energie. Das Atom zum Beispiel ist Energie und Materie, aber untrennbar verbunden. Das Molekül, da können Sie es schon auseinandernehmen. Das heißt, wenn es von der Feststofflichkeit in die Feinstofflichkeit geht, geht es genauso andersrum, von der Feinstofflichkeit unserer Gedanken in die Materie hinein. Das ist so eine Grundvoraussetzung, die man wissen muss, was Manifestation bedeutet. Das heißt, unsere Gedanken machen unsere Welt. Und jetzt ist die Frage, welche Gedanken denken Sie? Wenn Sie in irgendeine Situation kommen, die Ihnen nicht gefällt, denken Sie dann immer an die Sachen, die jetzt alle negativ laufen? Um Gottes Wille, was ist jetzt? Und jetzt kann ich dies nicht, und jetzt geht das, und was wird mein Mann sagen? Und was auch immer. Kennen Sie die Gedanken? Das ist genau die falsche Richtung. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden alle Gedanken nur denken, die Sie denken wollen. Das heißt, Sie beschäftigen sich nur mit Dingen, die Sie möchten und nicht mit den Thematiken, die Sie nicht möchten. Und jetzt wollen wir mal unsere Frauen da fragen, wie würdest du den Zuschauern das Thema Manifestation erklären? Ähnlich wie du es gemacht hast. Und ich würde vor allem sagen, beobachtet mal eure Gedanken und schaut dann, was für Pflänzchen wachsen. Also wir manifestieren mit Gedanken, mit Worten, mit Taten, und wenn wir achtsam werden, nehmen wir wahr, ah, stimmt, ich habe das gestern meiner Freundin gesagt und heute passiert mir dasselbe zu Hause. Mhm. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn wir wirklich manifestieren wollen, können, dass wir wirklich schauen, was denken wir. Und schön ist, wenn die Leute heute wirklich schauen, dass sie positive Gedanken aussenden. Wir legen da ja auch ein sehr starkes Feld, das die Menschen unterstützt, dass sie wirklich besser manifestieren können. Mhm. Also schauen Sie auf Ihre Gedanken heute, auf Ihre Worte, auf Ihre Taten. Sie werden noch schneller manifestieren als zuvor. Komm zu mir, komm. Komm, wir haben einen Studiohund heute, jetzt nehme ich dich mal auf den Schoß, ein schöner. Er begleitet uns in der Manifestation. Viele Menschen verstehen nicht, was Tiere für Funktionen haben. Sie sind unsere Freunde und haben eine ganz, ganz tolle Schwingung. Der Kleine hier zum Beispiel auch, hat auch eine ganz tolle Schwingung. Und wir haben es wieder gehört mit dem Thema unsere Gedanken. Also, wenn Sie unsere Gedanken nehmen und würden nur sich das vorstellen, was Sie wünschen, glauben Sie dann, hätten Sie noch ein Problem mit Ihrer Zukunft? Garantiert nicht. Jetzt fragt man mal die Lena. Lena, wie siehst du denn das Thema der Manifestation? Also für mich heißt manifestieren einfach dein Leben machen. Dein Leben kreieren, dass du das Leben hast, was dir gefällt und nicht das, was dir von außen gegeben wird. Und das kann jeder Mensch, oder? Wir denken oft, ja, ich muss diese Arbeit machen, ich muss diese Beziehung haben, ich muss das und das und das und das. Aber das musst du gar nicht. Du bist völlig frei und du kannst jeden Tag
das Leben, was du möchtest. Und das ist für mich manifestieren, dass du dich fragst, was möchte ich für ein Leben, was möchte ich für eine Arbeit, was möchte ich für Beziehungen haben und dir das dann erschaffst sozusagen oder eben manifestierst. Und es ist so einfach. Und manifestieren ist für mich der Weg, wo du das mit dem Herzen machst und mit der Liebe und mit der Freude und nicht unbedingt mit den Händen. Oder wir denken oft, wenn wir etwas tun müssen, dann denken wir es erst im Kopf durch und dann machen wir es mit den Händen und dann braucht es eine gewisse Zeit. Und für mich ist das Manifestieren, geht gleich aus dem Herzen heraus. So. Mhm, genau, aus dem Herzen heraus. Mhm. Wenn ich dich frage, Alexa, ihr seid ja drei Frauen, die das eigentlich ihr ganzes Leben schon machen. Sonst wärt ihr nicht das, was ihr seid. Im Prinzip Menschen, die anderen auf ihrem spirituellen Weg helfen. Wie siehst du denn das Thema Manifestation? Also ich bin Manifestation, also ich bin manifestiert, sonst wäre ich ja nicht hier. Und eben auf mindestens drei Ebenen, also Körper, Seele, Geist, also in welcher Reihenfolge auch immer. Und für mich ist die Manifestation das Vertrauen, weil das geht nicht unbedingt von Mensch zu Mensch, sondern das ist mit dem, woher ich komme und mit dem ich verbunden bin. Und das lasse ich mir von niemandem zerstören. Und dazu braucht es eben ein, wenn man kein Wissen hat, man findet das schon selbst heraus. Also das Wissen ist vorhanden. Das Vertrauen, nicht unbedingt in sich, aber das Vertrauen in das Sein. Mhm. Weil alles, was hier ist, ist bereits manifestiert. Also bin ich auch in einem Nonstop-Manifestationsvorgang und Wesenheiten oder Menschen schlussendlich dann auch, wie wir sind, sind in einem Nonstop manifestieren. Sonst könnten wir das, glaube ich, gar nicht. Das heißt, wir machen das eigentlich tagtäglich, nur verstehen wir nicht, was wir tun. Und wundern uns dann, wenn wirklich das, was wir denken, dann passiert. Denn es ist ja so, ich habe immer so ein schönes Beispiel. Und zwar stellen Sie sich vor, dieses Beispiel ist aus dem Leben, also kein erfundenes. Eine Frau fährt einen Multivan, so Familienauto, und geht zum Einkaufen, weil die Familie zwei Tage später in Urlaub fahren will. Sie ist etwas im Stress, ist nicht achtsam, überfährt eine Stoppstelle und es passiert ein Unfall. Auto kaputt. Was passiert? Die Frau steigt aus dem Auto aus und macht sich alle Sorgen, die sie sich machen kann. Jetzt kann ich meine Kinder nicht mehr zur Schule fahren, jetzt ist unser Urlaub, so viel Geld für ein neues Auto haben wir nicht, was wird der Mann sagen? Oh, jetzt bin ich schuld, jetzt war ich verurteilt, jetzt war ich bestraft. Also sie hat alle Negativums, die aus diesem Unfall resultieren, sich hergedacht. Wie geht die Geschichte weiter? Polizei kommt, ganz normal, Abschleppwagen, schleppt das Auto in die Werkstatt. Und zwei Tage später ruft der Werkstattbesitzer den Ehemann an, er soll doch bitte mal in die Werkstatt kommen. Da dachte der natürlich, ja, der will jetzt mir sagen, das Auto ist nichts mehr wert, können wir verschrotten. Er fuhr in die Werkstatt und dann hatte er das Auto, was vorne beschädigt war, auf der Hebebühne und hat gesagt, komm mal her, ich zeig dir mal was. War die Hinterachse an diesem 12 Jahre alten Multivan komplett durchgerostet. Das hätte bedeutet, hätte der jetzt seine ganze Familie, drei Kinder, Mutter, Vater, Gepäck drin gehabt, und wer auf der Autobahn gefahren, mittlere Geschwindigkeit, sagt er, irgendwo mal eine Belastung durch Kurve oder durch Überholen, hätte es können sein, dem bricht die Hinterachse während der Fahrt raus. Das hält kein Autofahrer, egal wie gut er ist, das kann er nämlich gar nicht halten, weil dann wäre das Auto, hätte sich mehrfach überschlagen und wahrscheinlich wären alle Insassen nicht mehr am Leben gewesen. Was zeigt uns dieses Beispiel? Genau so agiert der Schöpfer. Wenn er uns schützen will, macht er das durch andere Menschen und die sollten mit dem Auto nicht in Urlaub fahren. Deswegen wurde das Auto in einen Unfall verwickelt. Und da die Frau eine sehr achtsame war, sie hat immer wieder gesagt im Polizeiprotokoll, ich kann mir das gar nicht erklären, ich fahre so vorsichtig, ich halte immer an, warum ich das nicht gesehen habe. Also die Thematiken, die wir dann in Frage stellen, das waren die göttlichen Zeichen, die uns der Schöpfer gibt. Und die gibt er uns oft durch Menschen, natürlich auch durch solche Kleinen hier, oder durchs Radio, oder durchs Fernsehen, oder durch andere. Wir müssen nur achtsam sein. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das denn? Wie funktioniert denn Manifestation? Wie funktioniert's? Das heißt, ich glaube, das Erste und das Wichtigste für die Leute ist, in Liebe zu gehen, in Ruhe, in Frieden. Und ihr drei macht es ja nachher, vielleicht sage ich das auch noch, wenn die Sendung um ist, also wir erklären das Ganze jetzt, wie das Ganze funktioniert, und wenn die Sendung um ist,
Der liebt mich, ich merke es genau. Liebe zu gehen. Und wenn die Sendung um ist, dann wird die Alexa, die Lena und die Lara mit Ihnen diese Manifestation machen. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, erstens, Sie sollten sich ein bisschen in die Ruhe begeben. Also keine Hektik um sich rum, nicht wo dauernd einer reinkommt. So, als wollten Sie meditieren. Und dann ist es ganz wichtig, seine Liebe zu entdecken. Ganz ein wichtiger Part. Freude und Liebe im Herz zu finden. Wenn Sie diesen Zustand erreicht haben, stellen Sie sich einfach vor, wie Ihnen schöne Dinge passieren im Leben. Und das gefällt Ihnen natürlich und dann haben Sie auch das Gefühl der Freude. Und dann gehen Sie hin und entspannen sich komplett. Hören auf die Sätze, die die Alexa, die Lena und die Lara sagen. Und diese Sätze, die sie sagen, die müssen Sie sich als Bild vorstellen und das Gefühl dazu empfinden. Je mehr Freude Sie aus Ihrem Herzen heraus empfinden, desto stärker wird die Manifestation. Und so, er manifestiert jetzt auch. Ich manifestieren, du kleiner Racker. Lass mir dich mal frei. Ja. Und dieses Gefühl, was Sie dann halten in Ihrem Herz, das müssen Sie gucken, dass das beibehalten wird. Weil je mehr Freude und je mehr Liebe Sie aus sich raus empfinden, das ist ein Turbolader im Erreichen Ihrer Wünsche in der Manifestation. Was ist unser Thema, Lena? Was manifestieren wir heute? Freude und Freundlichkeit. Genau. Warum haben wir das Thema als erstes gewählt? Ja, weil wenn ein Mensch in der Freude ist oder in dieser Freundlichkeit, dann ist er automatisch mit sich oder mit seinem Wesen verbunden und auch mit seinem Herzen. Und wenn du in der Freude bist, dann macht das Leben mehr Spaß, es ist viel schöner und du bist auch offen für all die Geschenke, die das Leben dir bringen und manifestierst dir sozusagen mehr, oder? Je mehr du in der Freude bist, je mehr du in deiner Mitte bist, mit deinem Herzen verbunden, umso mehr kannst du nachher auch lachen und tanzen, oder? Und dann ist das Leben schön. Und wenn du in dieser Freude bist und es kommt eine Herausforderung oder ein Problem, was eh immer kommt, weil das Leben ist halt so, oder? Durch die Probleme und Herausforderungen lernen wir ja und wachsen wir ja. Und je mehr das, wenn du in der Freude bist und diese Herausforderung auf dich zukommt, dann nachher hast du einen anderen Umgang damit. Du kannst es viel lockerer nehmen oder du kannst viel schneller auch wieder in die Freude zurückfinden und in die Freundlichkeit. Mhm. Und für mich fängt das Manifestieren oder wie das funktioniert, fängt eigentlich mit einer Entscheidung an. Also, dass du dich entscheidest, was möchtest du in deinem Leben? Und jetzt gerade beim Thema Freude, möchtest du Freude in deinem Leben haben? Wenn ja, dann fängt es an mit einer Entscheidung. Du sagst, ja, ich möchte Freude in meinem Leben. Und dann gibt es weitere Schritte, die dann zu der Manifestation führen. Aber nur schon indem du dich entscheidest für dieses Ja, für die Freude, ja, ich will das machen, öffnest du den Kanal oder du öffnest den Weg oder die Möglichkeit, dass diese Freude überhaupt in dein Leben fließen kann. Und also ich persönlich, ich habe viele Freunde aus Südamerika und Spanien und die Menschen kennen die Freude, die leben sie und es ist so eine Lebensfreude, das ist Wahnsinn. Und dann sind die ganze Zeit so in dieser Freude und genießen das Leben. Und wenn da irgendwie ein Problem kommt oder der Bus kommt zu spät oder sonst irgendwas, dann ist das wie so, das prallt dann wie so an denen ab und so, ah ja, okay, der Bus kommt halt später, oder? Aber wenn es dir irgendwie nicht gut geht, dann nervst du dich auf den kleinen Dingen, oder? Und diese Menschen haben mir gezeigt, also eben die Latinos nenne ich es jetzt mal, wie das geht, dass du in dieser Freude bist und dass du immer in dieser Freude sein kannst. Ich dachte, das geht gar nicht, aber es ist echt möglich, dass du 24 Stunden am Tag einfach nur so Das ist so cool und es fängt damit an, dass du dich einfach entscheidest und sagst, ja, ich möchte die Freude und ich will in der Freude sein. Und dann lädst du es ist wie auch eine Energieform, dann lädst du diese Energieform in dein Leben hinein und erlaubst ihr, mit dir zu sein und durch dich zu fließen und einfach das zu erleben, was du möchtest und was dir gut tut. Und ja, das ist einfach toll. Ganz wichtig, genau. Du hast auch wieder gesagt, über die Dinge nachdenken, die ich möchte. Und nicht die für mich negativ sind oder die schlecht sind. Wie viele Menschen leben in Ängsten, leben in Schuldgefühlen und ständig oder es anderen dauernd recht machen zu müssen. Tun sie das nicht. Sie leben ihr Leben und sind nur für ihr Leben verantwortlich. Und wenn sie die Fähigkeiten, die sie mitbekommen haben und die Talente nutzen, dann werden sie sehen, wie sich ihr Leben erfüllt. Sich auf keinen Fall
anpassen, weil Anpassung heißt, ihre Individualität zu verlieren. Das heißt anpassen und das brauchen sie nicht. Sie brauchen sich an niemand anzupassen, weil sie sind so komplett, wie sie sind. Da gibt es auch einen schönen Satz, der ganz, ganz alt ist. Ich bin, dass ich bin. Und das reicht. Wir brauchen kein Argument zu finden, warum wir ein nützliches Mitglied unserer Erdenbevölkerung sind. Das sind wir ab dem Moment geworden, wo der göttliche Funke dafür gesorgt hat, dass wir überhaupt auf diese Welt kommen. Und dann gibt es viel dieses Denken, ja, dann kommst du als Mensch und Rechte und Pflichten. Nein, sie haben einen Anspruch, wenn sie hier auf diese Erde kommen. Weil dann hat die Schöpfung gewollt, dass sie da sind. Und dann müssen sie auch ihre Aufgabe erfüllen. Und die können nur sie, die kann ihnen niemand anders abnehmen. Also manifestieren sie das in ihrem Leben, was ihnen hilft, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und es ist gar nicht schwierig. Man muss nur in seiner Mitte sein, Freude empfinden und vor allen Dingen genau wissen, was man möchte. Und dann gibt es noch so einen Satz, wissen Sie, wie der heißt? Gott erfüllt dem seine Wünsche, die er nicht mag. Weil was tun wir denn als Menschen oft? Wir manifestieren nicht Liebe und Freude und Dings, nein, wir denken, die Materie ist das, was wir brauchen. Dann gibt es Leute, ich warne immer davor, die wollen sich dann Ferrari manifestieren oder eine Villa oder sonst irgendwas Tolles. Und dann sage ich, der Ferrari, wenn du den bekommst, dann musst du auch gleich Ferrari Geld dazu verdienen. Weil so ein Auto kostet 12.000 Franken Versicherung im Jahr. Oder wenn du den Auspuff wechseln lässt, dann kostet er 5.000 Franken und so weiter. Das heißt, Ferrari fahren alleine geht noch nicht. Man muss auch den Background haben dazu und die Erfahrung. Wissen Sie, warum viele junge Menschen in so schnellen Autos verunglücken? Weil sie deren nicht Herr sind. Also, glaube ich, wird der einen Ferrari bekommen, der A, ihn wertet, der B, damit umgehen kann und der C, auch die Erfahrung hat, keinen Unsinn damit zu machen. Also, ich warne davor, das Thema Manifestation für die Materie zu nutzen. Denn wenn du deinem Lebensweg folgst, wird dir das Deine automatisch hinzugegeben. Und wir brauchen nicht dem Geld hinterherzurennen oder irgendwelchen Dingen. Wenn wir die Aufgabe, die wir bekommen haben, wahrnehmen, dann ist unser Lebensweg ein wunderbarer. Die Herausforderungen, die wir bekommen, annehmen, nicht ärgern. Meinen Sie, mir gefällt alles, was auf mich zukommt? Nö, aber ich habe eins gelernt. Ich nehme die Dinge so an, wie sie kommen. Weil wenn sie mich betreffen, sind sie auch für mich bestimmt. Und dann bin ich gefordert, dort eine Lösung herzukriegen. Und wenn ich da rangehe, ohne Groll und ohne Negativgedanken, auch wenn es eine Sache ist, die mir vielleicht nicht gerade in den Kram passt, dann habe ich genau das erreicht, was das Leben eigentlich erreichen soll. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe es gesehen, habe gesagt, okay, so ist es jetzt. Was kann ich jetzt am besten daraus machen? Am besten daraus machen. Und plötzlich wird was, was negativ aussieht, überhaupt nicht mehr schlimm. Es läuft einfach. Jetzt frage ich nochmal euch, das ganze Thema Manifestation. Wie ist das denn? Wenn einer manifestiert, hat er seine Kraft. Habt ihr Erfahrungen darüber, wenn das Menschen häufiger machen, ob sich ihre geistige Kraft verstärkt? Die geistige Kraft verstärkt sich vor allem eben, das hat Lena am Anfang gesagt, zuallererst ist ja der Weg der, dass wir ins Herz gehen. Je mehr dein Herz geöffnet ist, desto schneller manifestierst du. Mhm. So der Tresor oder das Tor zur raschen Manifestation. Zur Herzöffnung. Ja. Mhm. Jetzt gibt es ja noch eine ganz interessante Geschichte zu dem Thema Manifestation. Wenn einer manifestiert, hat er natürlich seine Kraft. Jetzt ist es so, jetzt denken die ja, wenn zwei manifestieren auf das gleiche Thema, ist es mal zwei. Wenn es vier machen, ist es mal vier. Es stimmt aber nicht. Der Gag ist, es potenziert sich die Kraft. Ist ganz unterschiedlich, Sie kennen das ja, linear oder exponentiell. Und wenn vier manifestieren, ist es so, wie wenn es 16 sind. Wenn 20 manifestieren, ist das so, wie wenn es 400 sind. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir machen ja die nächste Manifestation, du weißt? 7. Mai. Am 7. Mai ist immer Sendung und dann Manifestation, wobei wir diese Erklärungen, die wir heute abgeben, nicht in jeder Sendung wiederholen. Dort sprechen wir dann über Ergebnisse. Ganz wichtig für die Zuschauer, die heute bei der Manifestation am Ende der Sendung mitmachen, teilen Sie uns mit, was Sie gespürt haben. Teilen Sie uns mit, wie Ihre nächsten Tage waren. Das sind alles Dinge, die wir dann veröffentlichen wollen, um den Menschen zu zeigen,
dass wenn wir uns auf unsere geistigen Kräfte fixieren, dass wir wesentlich mehr verändern können, wie mit allen Demonstrationen dieser Welt, wie mit allen Briefen, mit allen Petitionen, die wir eingeben. Wir können unser Leben durch unsere geistige Kraft gestalten. Ein lang gehütetes Geheimnis, Insider kennen das schon eine Weile. Hast du wieder Sehnsucht nach mir? Komm, dann nehme ich dich, komm her. Und wenn wir das dann tun, dann helfen wir uns und allen, die wir lieben, denen helfen wir natürlich, das Ziel zu erreichen, was wir wollen. Eine liebevolle, friedliche und harmonische Welt. Gell, Schnuffi? Das wollen wir. Mach schon mit. Gell? Und da liegt genau die Zielsetzung drin, mit Manifestationen uns das zu erschaffen, was uns vielleicht die materielle Welt nicht gibt. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Das können Sie nicht machen, indem Sie sich ärgern. Das können Sie nur erreichen, wenn Sie in die Liebe gehen und diese Manifestation leben. Dann funktioniert das. Und jetzt fragen wir nochmal die Alexa. Du hast ja auch viel Erfahrung mit Menschen, mit Beratung. Du hast ja auch ein Office in Zürich. Du hast viele Menschen, die in ihrem Leben gewisse Problematiken erkennen oder die aufgewacht sind und plötzlich mit ihrer Welt nicht mehr zurechtkommen. Die unterstützt du. Wir kommen auch gleich zu euch beiden, was ihr macht. Wie oft ist es das Problem, dass du Menschen hast, die einfach nicht gelernt haben, zu denken. Also nicht im eigentlichen Sinn, sondern ihre Gedanken zu ihrem Wohl zu nutzen. Generell. Ach. Ja, und das kenne ich auch von mir selbst. Also das ist ein Prozess, der von, also wir sind von Konditionen nur so überhäuft und verschüttet. Mhm. Und jeder, der über meine Schwelle zumindest kommt, der sucht Klarheit, weil er sie bereits in sich spürt. Mhm. Also der, ob das ein heftiger Prozess ist oder ein ruhiger, er will Klarheit. Und ich habe da so einen kleinen Tipp für Menschen, die, es gibt ja verschiedene Temperamente, der eine kann von Herzen lachen, der andere kann schon von der Anatomie nicht so lachen. Wir haben ja früher mal gesagt, geh zum Lachen in den Keller. Ja, die können das von der Muskulatur oder so, von der Physiognomologie nicht so gut wie ein anderer. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass er weniger lachen kann oder wirklich Freude oder sowas empfinden. Und jetzt diese Menschen fühlen sich dann schnell so überfordert von, wie soll ich denn das machen, jetzt da in die Freude zu kommen. Es gibt einen Stressfaktor. Man kann das mit seinem Temperament, mit seinem Tempo, mit all seinen Fähigkeiten machen, wie man geschaffen ist. Also man muss nicht auf andere gucken. Und ich darf, genau wie Lena gesagt hat, mich entscheiden. Und wenn man nicht weiß, für was man sich entscheiden soll, dann mache ich eine kleine Übung. Ich kann die linke Hand hochheben, ich kann aber auch die rechte hochheben. Und wenn ich das kann, kann ich annehmen, etwas, was mir gut tut oder etwas, was mir schlecht tut. Und wenn ich aber nicht weiß, was ist es jetzt, dann nehme ich einfach eine von beiden. Nicht überlegen, sondern tun. Und in dem Moment, wo ich es dann tue, spüre ich, da fühle ich mich jetzt nicht wohl. Dann kann ich die Hand wieder runternehmen und dann nehme ich die andere. Das ist ein Lernprozess, den man machen darf, soll und muss. Mhm. Also man kann nicht von Anfang wissen, was ist es jetzt, was mir gut tut. Wie ist es bei dir, Lena? Du machst es ja auch, manchmal hier, manchmal in Mallorca? Spanien. Spanien, mhm. Genau. Und hast ja da auch Menschen, die du berätst. Wie wirkt das denn auf dich? Sind viele Menschen schon auf dem Weg, ihre geistigen Fähigkeiten zu erkennen? Oder ist da noch viel Arbeit und Information und Aufklärung zu leisten? Ja, es sind schon extrem viele Menschen am Aufwachen und am Merken, dass sie eigentlich viel mehr in sich, Potenzial in sich haben. Und du hast vorhin noch gefragt, wie geht denn das mit dem Manifestieren? Und also wenn die Menschen zu mir in die Beratung kommen, zum Beispiel in die Herztraumberatung, dann schaue ich immer, bist du eins mit dir? Bist du eins mit deiner Seele und deinem Lebensplan? Mit deinem Herzen? Oder machst du etwas, was dir nicht entspricht? Bist du in der Mitte, in deiner Mitte, oder machst du etwas, wo dich irgendwie so aus deiner Mitte rausbringt? Und das ist eigentlich das Wichtigste, oder? Wenn du dir etwas wünschst, manifestieren möchtest, dann, wenn es eins ist mit deiner Seele und mit deinem Lebensplan und das, was du eigentlich tun sollst oder für dich ausgewählt hast zu tun hier auf der Erde, dann kommt es total schnell in dein Leben und wird total schnell in dein Leben gebracht. Aber wenn es nicht, dir nicht entspricht, dann geht es ganz langsam, oder? Zum Beispiel,
Du möchtest irgendwie Karriere machen als irgendwie Chef bei irgendeiner Telefonfirma und du möchtest, oh, ich möchte Chef sein, ich möchte Chef sein. Aber du hast so viel Heilpotenzial in dir und bist eigentlich ein Heiler und hast warme Hände und viele Leute kommen zu dir und wollen eigentlich immer deinen Rat und wenn sie danach wieder nach Hause gehen, fühlen sie sich besser. Dann kann es sein, dass du diese Karriere einfach gar nie erreichst, auch wenn du noch so viel manifestierst und noch so gut all die Übungen machst und wie The Secret ja das auch schon erklärt hat, das funktioniert nicht, weil es gegen das ist, was du für dich gewählt hast, mhm. oder? Also der Lebensplan ist für mich eigentlich, den schreibst du als Seele, bevor du auf die Erde kommst, bevor du inkarnierst. Und dann kann es sein, dass dieser Mann gewählt hat, ich möchte Heiler sein, ich habe diese Heilfähigkeiten und ich möchte mit meinen Händen heilen. Und dann wirst du nie eine Karriere bei der Telefonfirma erreichen, weil das einfach nicht dein Weg ist, oder? Und so zeige ich den Menschen oder helfe ich den Menschen zu spüren, wo ist wirklich meine Bestimmung, was sind meine Qualitäten, was sind meine Fähigkeiten und dass du dann in diese Richtung gehst. Und sobald du in diese Richtung gehst, kommst du in deine Mitte, du hörst dein Herz, du wirst glücklicher, du kommst automatisch auch in deine Freude hinein. Und dann kannst du auch einfacher manifestieren, das, was für dich passt und was für dich stimmt, oder? Und dann geht es einfacher und schneller. Also das heißt auch da, es gibt zwar viele Menschen, die bereits gemerkt haben, dass etwas anderes auf der Welt ist als nur Materie und die Möglichkeiten, die uns im realen Leben, sage ich immer, vorgeführt werden. Und immer mehr von denen, die aufwachen, soll man dich mal runternehmen, immer mehr von denen, die aufwachen, die merken, dass in ihrem Leben sich etwas verändert. Das passiert von heute auf morgen, es gibt immer mal so Wellen. Ich habe vor kurzem wieder eine Frau gehabt, die mir das erzählt hat. 30 Jahre ganz normales Leben geführt, ganz normaler Beruf. Plötzlich wacht sie morgens auf und die Welt stimmt nicht mehr. Weil einfach andere Gedanken dann sind. Und die sind die göttliche Information, die uns erreicht. Oder meint jemand, Gedanken entstehen aus ihm selbst heraus. Mehr davon gleich nach der Pause. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.TimeToDoShop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Heute bei mir im Studio zu Gast Alexa Hubler-Rieder, Lena Gieger und Lara Bernardi. Die drei wundervollen Damen, die nach der Sendung, also in knapp 30 Minuten, für 20 Minuten mit allen Zuschauern gemeinsam eine Manifestation für Freude und Freundlichkeit machen werden. Warum ist es uns denn so wichtig? Wichtig ist es deswegen, weil wir nur aus der Freude heraus eigentlich liebevolle Entscheidungen treffen. Wenn wir gefangen sind in Stress, in Aggression, in Wut, in Hass, in all den Dingen, die jeden Tag so, er fährt vor mir nicht weg, der Idiot, auf der Autobahn erlebe ich jeden Tag, im Betrieb ist mir auf der Chef sauer, in der Straßenbahn auf der anderen, weil er so dicht neben einem steht oder was auch immer. All diese Dinge lassen sie dann sich abfallen und sie werden sehen, je mehr sie so Dinge tun wie manifestieren, je mehr geschieht das, was aus dem Buddhismus auch als toller Satz mir im Gedächtnis ist, der Teil meiner Lebensphilosophie ist. In der Mitte ruhend alles bewegen. Wir müssen nicht auf der Straße rumhampeln. Nein, wir müssen in uns die Kraft und in uns die Lösungen finden. Und jetzt möchte ich nochmal die Lara fragen. Dein Leben ist ja auch geprägt vom Coachen, vom Unterrichten, vom Lehren, vom Betreuen von Menschen. Wie ist denn, wenn du so die letzten Jahre zurückschaust, wie ist es denn bei dir in der Praxis, sage ich ungern, in deinem Office? Mit der Manifestation? Oder? Ja, wie kommen die Menschen? Wie weit stellst du fest, sind die Menschen schon auf dem Weg? Sind sie aufgewacht? Mhm. Werden es immer mehr? Was hält sie zurück, ihre geistigen Fähigkeiten zu nutzen? Ich habe ja in einer vorherigen Sendung mal gesagt, dass vor allem Leute zu mir kommen, die schon sehr, sehr viel gemacht haben und wirklich schon sehr, sehr weit sind. Und da darf ich noch so gewisse Schaltungen legen oder ihnen wirklich zeigen, was sie
noch für ungenutztes Potenzial haben. Also zu mir kommen wirklich die Leute, die, ja, die schon viel gemacht haben und so den letzten Schliff wünschen. Ja, man sieht ja immer, es geht weiter. Und es ist ja auch nicht eine Generaltür, die sich dann aufschließt, sondern wir kriegen ja immer kleine Türen geöffnet. Danach haben wir wieder gewisse Wege zu gehen und auch Stufen zu überwinden. Und dann stehen wir wieder davor. Und dann ist es aber immer uns überlassen. Gehen wir rein, bleiben wir draußen. Und wenn wir nicht in unserer Mitte sind, sehen wir auch die Türen nicht. Dann laufen wir wie im Nebel rum. Du kennst diese Situation, ne? Und suchen und suchen und suchen und finden nichts. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Wir sind ja hier nicht auf der Welt, um Verstecken zu spielen, sondern um unsere Lebensaufgabe, um unsere Lernaufgabe umzusetzen. Und deswegen sind wir alle hier. Wenn Sie so viele Dinge hören, die so von Menschen gemacht werden, wie die Überbevölkerung zurzeit auf der Erde. Wir haben keine Überbevölkerung. Wir haben die interessanteste Zeit des Wandels auf unserem Planeten und wahnsinnig viele Seelen wollen in diesem Moment dabei sein. Und Sie haben diesmal einmalig die Chance, Ihre karmischen Belastungen abzuarbeiten. Denn diese Thematik ist auch vorbei. Wir laden nicht mehr auf. Jetzt kommt die Zeit, wo alle Dinge, die wir im Leben verbiegen, uns im Leben auch treffen. Sie kennen den alten Spruch, wie du in den Wald hineinscheißt, so schallt es heraus. Oder hermetisches Gesetz der Resonanz. Mhm. Gleiche Thematik, so wie du handelst, so wird mit dir umgegangen. Also, es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, das sind alles Blödmänner. Was werden die anderen über ihn sagen? Ist das ein Blödmann? Und was zieht er an? Blödmänner. Das heißt, genau, gutes Beispiel. Weil da ist es ja genau so, da geht es ja genau darum. Oftmals beklagen sich Leute, ich kenne das zum Beispiel im Finanzbereich, ist das ja so eine tolle Nummer. Und dann gibt es die in diesem ganzen Finanzsystem agieren und irgendwelche Anlagemodelle und alles Mögliche verkaufen. Und dann sieht man in diesem Bereich, wenn Leute dann Geld verlieren, warum sie es verloren haben, weil sie genau das gemacht haben. Sie haben sich das Geld von anderen genommen. Sie haben zwar gedacht, es steht ihnen zu, aber der Chef oben hat gedacht, nö, so war das nicht gedacht. Und dann sind es genau die Menschen, die dann wieder das Geld verlieren. Wir laufen einem dubiosen Anlageberater auf oder es passiert was anderes oder es passiert plötzlich ein Unglück, der muss das ganze Geld nehmen und in die Reparatur von seinem Haus oder seinen Maschinen reinstecken oder was auch immer. Keiner wird glücklich mit etwas, was er sich zueignet und was ihm nicht zusteht. Es beginnt im ganz Kleinen, gilt übrigens auch für Behörden, Verwaltungen, Ämter und sonstige Dinge. Denn auch wenn die Dinge tun, die nicht zum Wohle des Menschen sind, schauen Sie sich die Menschen an und wie reagiert denn das Schicksal? Da kommt keiner und sagt, ich stelle dir jetzt eine göttliche Buße aus, die musst du jetzt bezahlen. Nein, es funktioniert über ihn selbst. Wenn er nicht seinem Lebensweg folgt, was meinen Sie, was passiert? Der Körper und der Geist entscheiden, er ist nicht auf dem Weg, der muss zurück. Und plötzlich gibt es Krankheiten, wo der Mensch todsterbenskrank wird und alles verwundert ihn und sagt, oh, sind Sie jetzt so krank? Ja, warum? Weil er seiner Lebensaufgabe nicht nachkommt. Das sagt das göttliche System, abschalten, zurück auf Null. Ja, und das göttliche System sagt dann, ich helfe dir jetzt. Oder weil sie, jede Krankheit und jede Situation, jedes Unglück ist immer nur ein Wegweiser. Es ist immer nur eine Hilfe, so, hey, guck mal, es hat noch etwas, was dir noch mehr Freude bereitet. Und wir denken so, nein, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Und so, doch, jetzt geh mal. Weil es geht eigentlich nur darum, oder viele Menschen fragen mich, wie erkenne ich, ob ich auf meinem Lebensweg bin oder nicht? Wie erkenne ich, ob ich meinen Lebensplan lebe oder nicht? Es ist ganz einfach. Bist du glücklich, bist du fröhlich, dann bist du auf deinem Weg. Wenn nicht, dann schau, dass du in die Freude kommst. Es ist so einfach. Wie kommst du in die Freude? Was macht dir Spaß? Was bringt dir Freude? Und da ist der Weg. Das bringt dich in dein Herz, das bringt dich auf deinen Lebensweg und das bringt dich dorthin, wo, zu deiner Seele, wo du dich als Seele schon haben möchtest. Und sobald du dich für die Freude entscheidest, für die Freundlichkeit, für dich selber, für deinen Lebensweg, für deine Seele, für dein Herz, für die Liebe, umso mehr gehst du in diese Richtung und umso mehr kommt das ganze Universum und die Menschen und das Geld und die Finanzen und alles und unterstützt dich. Wenn du gesundheitliche Probleme hast, wenn du finanzielle Probleme hast mit Beziehungen oder irgendwann, dann nimm das immer als Chance.
nimm es als Zeichen und als Wegweiser, dass du noch mehr sein kannst, als du schon bist, dass du noch mehr tun kannst, dass du eben noch mehr in diese Freude gehen kannst. Und es ist total toll. Ich kenne das von meinem Leben, oder? Manchmal stehe ich auch am Punkt und dann kommt irgendeine Herausforderung an mich ran und denke ich so, nein, das ist irgendwie zu groß. Und dann fühle ich halt so in mich rein oder ich frage mein Herz, ja, wieso soll ich das machen? So, ja, dann erfährst du noch mehr Freude. Und ich so, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Wir können uns das mit unserem Verstand nicht vorstellen, dass es so viel Freude gibt, oder? Dass wir... Ja, Verstand. Ja. Ganz, ganz wildes Thema. Der uns da im Weg ist. Und dass du dann aber wirklich auch in diese Freude... Und dann probierst du es, oder? Du sagst, okay, ich nehme die Krankheit als Herausforderung, ich nehme diese Probleme als Herausforderung, ich schaue, wie ich da durchkomme oder ich hole mir Hilfe bei Beratern, wo mir helfen, das zu zeigen. Und dann gehst du da durch und sobald du durch bist, kommst du in ein Leben, wo du noch viel mehr Freude und Liebe erfährst und denkst, wow, ich hätte mir das nie vorstellen können. Aber es ist echt möglich, es ist so viel möglich. Und genau, du sagst, Thema Verstand, oder? Das ist oft beim Manifestieren, ist der uns im Weg. Weil er uns sagt, es ist nicht möglich oder es geht nicht oder so. Und ich habe es mit meinem Verstand so geregelt, weil er manchmal dann auch denkt, so, ja, aber hallo, das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen komisch, das ist schon ein bisschen groß oder nein, ich glaube, das ist uns zu groß. Und ich sage dann, ich nehme dann den Verstand einfach so als guten Freundin und sage, hey, okay, ich meine, danke, du machst es gut und ich liebe dich, ist alles okay. Aber komm, wir probieren es jetzt einfach aus. Du sagst, es ist nicht möglich. Ich habe das Gefühl oder die Freude sagt mir, dass es da noch mehr gibt, weil es ist ein Traum von mir. Ich möchte mal tauchen oder ich möchte mal das oder so. Und dann folge ich dieser Freude und probiere es einfach aus. Und dann merke ich, wow, es geht, das ist voll cool. Und dann sage ich zu ihm, hä, siehst du? Und dann sagt er, ja, ich habe es ja gesagt, das geht. Und ich sage, ja. Also es gehört auch Mut dazu. Mhm. Es gehört immer wieder Mut dazu und Entschlossenheit. Und das ist auch ein Satz, wo ich sage, zwei Dinge, die ich im Leben gelernt habe, heißen, es spielt keine Rolle, wie intelligent du bist. Es spielt keine Rolle, aus welchem Elternhaus du kommst, wie viel Geld du hast, wie viele Beziehungen du hast, welche Schulausbildung du hast. Erfolgreiche Menschen haben einen Punkt alle gemeinsam. Entschlossenheit und Beharrlichkeit. Und wenn die beiden Faktoren nicht da sind, kannst du nicht erfolgreich sein. Das ist immer wieder das, und da gibt es so einen alten Satz, selbst wenn 1 Million Menschen der Meinung sind, dass es nicht so ist, wenn ich in mir weiß, dass es so ist, werde ich diesen Weg gehen. So habe ich immer in meinem Leben agiert und habe mich immer dahin gebracht, wo ich hin wollte. Und das, was die Lena gesagt hat, kann ich zu 100% umschreiben. Ich erschaffe meine Welt mit meinen Gedanken. Wenn ich nur an Dinge denke, die für uns förderlich sind, die uns weiterbringen, die den Menschen helfen, dann werden auch Menschen in mein Leben treten, die mir wiederum helfen, Dinge zu erreichen. Denn eins müssen wir verstehen. Ich hätte auch können sagen, oh, das mit ein bisschen manifestieren, das kann ich auch allein. Sitze ich da hin, kennen mich eh alle und fange an zu manifestieren. Nee, warum nicht? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach die Dinge, die du kannst und ich mache das, was ich am besten kann und die drei wunderbaren Frauen machen das, was sie am besten können. Und sie haben eine ganz andere Aufgabe. Wir brauchen nicht alles das zu können, was der andere kann. Natürlich würde es mich faszinieren, wenn ich an die einem vorbeigehe und sage, was, bin ich krank, kein Problem, lege ich aber die Hand auf, ich bin wieder gesund. Es gab ja schon mal einen vor 2000 Jahren, der das konnte. Und da habe ich mir gedacht, uiuiui, wie der geendet ist, dann mache ich das lieber nicht. Sie wissen, was ich damit sagen will. Die Lena, die Alexa und die Lara sagen alle das Gleiche. Es kann jeder. Jeder hat die Fähigkeit, nur sie haben sie nicht entdeckt in sich. Wie lange haben sie gebraucht zu Hause auf dem Sofa, bis sie sich ordentlich formulieren konnten, also bis die Sprache so ausgebildet war, dass wir ordentlich reden können? 2 Jahre? 2,5 Jahre? Wie lange haben sie gebraucht, Fahrrad zu fahren? Wie lange haben sie gebraucht, mit Messer und Gabel zu essen? Wie lange haben sie gebraucht, bis sie lesen und schreiben konnten? Und so weiter und so weiter. Das sind aber alles äußerliche Dinge. Was glauben Sie, wie lange Sie brauchen, um Telepathie zu können? Telekinese, das ist die Fähigkeit, Materie bewegen zu können mit geistiger Kraft. Wie lange werden Sie brauchen, bis Sie manifestieren können? Wenn Sie es wollen und wenn Sie in sich gehen und sich das zutrauen, können Sie es schneller, wie Sie es jemals vermuten. Aber es gibt eine Voraussetzung. Sie müssen es wollen. Sie müssen es wollen und Sie müssen nicht zweifeln. Alle die, die meinen, dass das Hokuspokus ist, die sollten es gar nicht machen. Und wie gesagt, es gibt ja, was weiß ich, 300 Fernsehprogramme und schalten mal um, guckt was anderes, alles gut. Aber die, die meinen, dass sie in,
knapp, was haben wir, noch 10 Minuten, die in knapp 15 Minuten in die Manifestation gehen, die sollten sich auch sicher sein, was sie tun und dass sie diese Kraft kennenlernen wollen, um ihr, und jetzt kommt das Zauberwort, und unser Leben in ein tolles Feeling, eine tolle Schwingung zu bringen. Warum ist das so wichtig? Wenn ich nicht will, dass es dem anderen gut geht, warum soll es dann mir gut gehen? Wenn ich nicht will, dass die Menschen glücklich sind, wieso soll ich dann glücklich sein? Also, wir sind nur in der Gemeinschaft komplett. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal das Wort gehört von kollektivem Bewusstsein. In dem Moment, wenn nur vier, und wir haben das gemacht, außer der Lara, die war ein Mann am Wochenende. Also anstelle ihr war ein Mann da. Und dann war das Wetter uns zu schlecht und zu driesig. Haben wir uns hingesetzt und haben sauber Luft und blauen Himmel manifestiert. Samstag riss es auf, Sonntag war das Wetter klar. Jetzt kann natürlich einer sagen, ach, das war nicht ihr, das war sowieso. Spielt für mich keine Rolle. Hauptsache es war. Ob ich das alleine war, ob wir das zusammen waren, ob das die göttliche Kraft war oder das Wetter einfach, ist für mich egal. Das Ergebnis zählt doch. Und das Ergebnis war so, wie wir es gewünscht hatten. Und das ist entscheidend. Und so geht es mit allem. Wenn ich über ein Projekt nachdenke, wissen Sie, wie ich das am meisten mache? Ich gehe mittags nach dem Essen, sage, ich gehe jetzt eine Stunde. Dann gehe ich irgendwo hin, wo ich meine Ruhe habe, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ins Hotelzimmer oder nach Hause. Lege mich hin, schließe die Augen und stelle mir genau das Projekt vor, wie ich es haben möchte. Die tollen Momente, die tollen Menschen, die ich kennenlerne, wie das Ergebnis vom Projekt ist. Das durchdenke ich mir richtig plastisch und stelle es mir vor und sehe nur lächelnde Gesichter und freudvolle Menschen, die auf mich zukommen. Genau da geht's hin. Fangen Sie an, aus Ihrem Herzen, aus der Freude herauszudenken. Da geht's mir drum. Wir müssen diese Freude erfinden. Und deswegen war es auch dem, der mir gesagt hat, was ich machen soll, so wichtig, dass die erste Manifestation wieder den Menschen ein Lächeln ins Gesicht bringt. Und wenn Sie das verinnerlichen in sich und morgen früh auf die Straße gehen oder an Ihren Büroplatz oder was auch immer, dann werden Sie feststellen, wie es wirkt. Wenn Sie den Gedanken und den Glauben an sich in sich tragen, wenn Sie zweifeln, was heißt Zweifel? Jetzt müsste mein Logosophie-Freund da sein, der will Ihnen das genau erklären. Zweifel. Wie soll Ihr Geist, wie soll unsere geistige Welt, wie sollen die Schöpfer, wie sollen alle, die uns helfen? Denn uns helfen können, wenn wir selber nicht wissen, was wir wollen. Also Zweifel verhindert jedes Ergebnis. Entscheiden Sie sich. Das will ich und dann wird nur noch dahin gedacht, an dieses Ziel. Wie machst du das denn, wenn du was willst? Wenn ich mir was wünsche, dann bestelle ich es. Ich habe da eine schöne Geschichte. Meine Tochter, die älteste Luana, die ein paar kennen von Time to Do Sendung, von einer Sendung her, die hat immer gesagt, ich wünsche mir einen Pool zu Hause. Mhm. Und ich fand das immer so, ja okay, ein Hallenbad zu Hause. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich möchte auch eine Villa. Und ein Jahr später war sie dann da. Ja. Ich habe wirklich immer gesagt, ich möchte auch eine Villa, ich möchte auch eine Villa. Warum nicht? Und so ganz aus dem Herz heraus. Ja, und es kommt. Warum? Weil du willst nicht die Villa, um draußen rumlaufen zu können und sagen, schaut, ich bin die Villenbesitzerin. Du würdest auch nicht ein Ferrari fahren wollen, um zu sagen, haha, guck mal, ich fahre ein Ferrari. Sondern, weil dir das Auto gefällt, weil das Autofahren Spaß macht oder so, solche Dinge. Die Villa hast du warum bekommen? Du kannst sie nutzen, du hast 3 Mädchen, wenn ich mich recht erinnere, und einen Hund. Und du hast ein Geschäft, du machst Beratungen, du machst Seminare und alles und so. Also hat dir das Universum genau das gegeben, was du zur Erfüllung deiner Lebensaufgabe brauchst. Genau. Wunderbar. Und wenn man so wie ein Kind, wirklich so aus einer kindlichen Naivität, aus einer Freude heraus sagt, ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dann bekommt man das auch. Gewisse Leute sagen, oh, man soll nicht sagen, ich wünsche es mir. Aber wenn ich wirklich so richtig Freude daran habe, dann spielt es keine Rolle, ob ich sage, ich bin bereits das oder ich wünsche mir das oder liebe Geist. Weil du kannst das ja vorstellen. Genau. Du lebst ja in dir schon, als wenn du es hättest. Genau, genau. Und das ist das Entscheidende, das Gefühl hier, dass ich mir das wirklich wünsche. Und nicht hier, das haben wir ja vorhin angesprochen, der Verstand, der so sagt, ja genau, und das brauche ich jetzt. Nein, hier. Und dann kommt der nächste Gedanke und sagt, jetzt muss ich mal aufs Konto gucken, wie viel Geld ich habe. Also das war ganz, ganz wichtige Aussage eben. Das heißt, in den Zustand zu gehen, als hätte ich es schon.
Also wenn ich Probleme habe, dass die Leute unfreundlich sind und ich nur in Brass lebe und so weiter, dann muss ich mir das Gefühl vorstellen können, wie Freude und wie Freundlichkeit passiert, wie die Mitmenschen mit mir umgehen. Das muss ich mir so plastisch vorstellen. Ich sage Ihnen noch ein anderes Beispiel. Vor Jahrzehnten irgendwann ist man draufgekommen, dass man natürlich den Menschen manipulieren kann. Gibt es eine Möglichkeit, Kinofilme, kennen Sie alle, die laufen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, mit 26 oder 27 Bildern pro Sekunde. Dann ist man hingegangen, hat das 27. Bild rausgeschnitten und hat da ein Produkt abgebildet, mit Produktname drauf. Bewusst sieht das unser Auge nicht. Vorm Kino hat man dann einen Verkaufsstand genau mit dem Produkt aufgebaut. Im Kino waren 141 Leute und sage und schreibe, ich glaube 114, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, oder 118, auf jeden Fall eine 110er Zahl war es, haben danach an dem Stand das Produkt kaufen wollen. Man hat sie natürlich dann aufgeklärt, dass das suggestiv war und so weiter. Das Gleiche geht auch zum Beispiel über die Nase. Was machen heute große Autohäuser mit edlen Karossen? Sie beduften ihr Autohaus mit frischem Leder. Warum? Wenn Sie reinkommen, riechen Sie den Duft schon und stellen sich damit vor, Sie sitzen schon in diesem neuen Auto, was so riecht. Und genau das ist das, was Sie dann im Gehirn so weit bringt, dass Sie sagen, wow, das Auto muss ich haben. Weil Sie erleben es schon bereits. Ah, ich sitze drin und fahre die alte Gotthardstraße hoch im tollen Cabrio und meine Frau sitzt neben mir und die Sonne scheint und wunderbar ist es. Jetzt spüre ich das, den Geruch, ich spüre die Wärme der Sonne, ich höre die tolle Musik aus meiner Stereoanlage, ich drehe mich rum, sehe die tolle Frau neben mir sitzen. Was kann noch schöner sein im Leben? Und dazu brauche ich nicht in erster Linie Geld. Oder wie die alle mit dem so, ja, muss schaffe gehe, muss schaffe, schaffe. Ja, wenn ich schaffe gehe, lege ich vielleicht auch mit 50 im Pflegeheim. Das ist dann wahrscheinlich das Ergebnis. Aber ich fange an, meinen Geist zu benutzen, weil ich bin nicht auf der Erde, um mich krumm zu arbeiten. Ich bin auf der Erde, um meine Lebensaufgabe zu erfüllen. Und zwar gibt es einen ganz tollen Satz, der heißt, ich lebe nicht, um zu arbeiten, ich arbeite, um zu leben. Schon großer Unterschied, ein ganz großer Unterschied. Und den müssen wir auch verstehen. Und auch Materie macht uns weder besser, noch schöner, noch toller, noch reserviert sie uns einen Platz im Himmel zur Rechten Gottes. Nein, sie stresst uns und hält uns ab von unserem eigentlichen Sein. Nur wenn wir das natürlich über 100 oder 200 Jahre erzählt bekommen, ist es schwierig für Menschen, aus diesen Gedanken herauszukommen. Und noch heute werden unsere Kinder erzogen mit Sätzen. Ah, hasch was, bisch was. Hä? Was soll der denn haben? Und vor kurzem habe ich auch eine Schote auf YouTube gesehen, die hat mich sehr begeistert. Oder das hat mir jemand erzählt, ich bin mir nicht mehr sicher. Ein Mann, so wie man sich das vorstellen, so ein richtig gestandener, läuft rum und da kommt so ein Stöpke auf ihn zu. Dann guckt er so runter und sagt zu dem, na, was willst du dummer werden? Dann guckt er hoch und sagte, ich bin. Und lief weiter. Der Mann war natürlich erst einmal komplett von den Socken. Der Kleine hat ihm aber mit einem Satz gesagt, um was es geht. Er braucht nichts mehr zu werden. Er ist schon. Und wenn wir Erwachsenen etwas offener wären in unseren Gedanken und in unseren Ansichten und würden verstehen, dass uns die Kinder viel mehr zu vermitteln haben, wie wir annehmen, und wir meinen nicht in die Position dessen zu setzen, müssen die Kinder von morgens bis abends sagen, wie sie zu laufen haben, was sie zu sagen haben, wie sie ihre Haare zu machen haben. Was entscheiden die noch selber? Wie entwickelt sich ihre Persönlichkeit? Wollen wir lauter Zombies oder wollen wir irgendwann individuelle, eigenständige, selbstbestimmte und selbstbewusste Menschen haben? Dann müssen wir genau die Schote aufhören und müssen unseren Kindern den Freiraum wieder geben, dass sie auch Kinder sein können. Alexa, wenn dieses Thema der Manifestation mit der Freude im Herzen so ist, gibt es eine Regel, wie schnell sich das realisiert? So schnell man eben ist oder geschaffen ist, weil es ist bereits. Weil man muss sich mal bewusst werden, dass die Manifestation, die man sich dann erst noch vorstellt, die ist schon da. Weil wenn ich sie auf meiner Festplatte habe, also wenn ich sie als Mensch so wie denken kann, ist die schon längstens passiert. Also die ist vorhanden. Mhm. Weil sonst wäre es nicht mein Gedanke. Da, wo ich zu Hause bin, da wird weder gesprochen noch gedacht. Da ist man einfach. Und das Denken ist eine manifestierte Energie. Deshalb höre ich dich laut denken. Weil jetzt meine Sinne so auf Vollstärke da aufgedreht sind. Und dann
wenn der Gedanke zum Wort wird, dann hörst du es ja spätestens mit den Ohren. Mhm. Und wenn das dann mal weggeht, kannst du zusehen, was passiert. Jetzt einfach mal anzunehmen oder im Vertrauen oder im Wissen zu sein, jeder Gedanke, der kommt, ist bereits Kommunikation. Also jeder beherrscht Telepathie, ob er will oder nicht. Jetzt die Frage ist, esse ich jetzt mit Besteck oder von Hand? Und das Schöne und das Befreiende an der Sache ist, zu wissen, dass man eben frei ist. Und man sollte die Befangenheit vom Körper nicht als Gefangenschaft verurteilen, sondern im Wissen zu sein, dass mein Körper mir geschenkt worden ist als einziger wahrer Freund, weil er ja mithilft, im Außen mir zu signalisieren, oh oh, jetzt sind wir auf Irrwegen, weil dann kommt das, was Lena sagt, dann bin ich am Morgen so und heule und man spürt, irgendwas stimmt nicht. Also wenn der schon mithilft, kann ich ja über den Gedanken wissen, ich muss gar nicht bis hier raus mit dem Zeug. Ich kann es einfach umsetzen. Und wenn ich diese Umsetzung mache, bevor ich denke, also im Vertrauen bin, im wahrhaftigen Vertrauen bin, dann ist es bereits da. Also das heißt, diese Vertrauensgeschichte ist eine ganz, ganz wichtige. Mir Vertrauen, dem göttlichen Vertrauen, dem Helfer Vertrauen. Ja, Vertrauen ist eigentlich Wissen. Weil so, das ist ja das, was die Leute mir als Gabe andichten oder als Berufung. Ich sag nochmal, das, was ich kann, können alle. Ich habe nur begriffen, wie es läuft. Das heißt, bevor ich denke, weiß ich schon, es ist so. Deshalb höre ich dich, sehe ich dich, rieche ich dich, ob du jetzt bei mir bist oder in New York oder in Timbuktu, ist mir eigentlich egal. Wenn von dir ein Impuls kommt, dann habe ich mit dir die Kommunikation. Und im Wissen zu sein, dass wir so weder hier auf der Erde alleine sind, noch in einer anderen Ebene. Und wenn ich von Ebenen spreche, die sind unendlich. Die sind endend unendlich. Aber diese Unendlichkeit ist immer im Hier und Jetzt. Also das als Mensch denkt man so linear und ich bin immer so wie punktuell, aber nonstop. Und aus dieser Kraft heraus kommt dieses Kindliche, wie Lara es beschrieben hat, weil ich bin dann so wie überschäumend, also wow, 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 wow. Und dann denken die immer, ja Himmel, aber kann die mal normal oder erwachsen werden oder so. Nein, ich kann nicht, weil es hat so viel da. Ich freue mich über alles in dieser Unendlichkeit. Und bevor ich das jemandem erklären kann, ist es schon Schnee von gestern. Also einfach zu wissen, dass es bereits geschehen ist, weil ich kann nicht manifestieren, wenn ich nicht im Sein bin. Und wir sind, bevor wir werden. Also bedeutet für uns, wir brauchen uns auch gar keine Gedanken machen über die Zeit und die Realisierung. Ja. Als du gedacht hast, ja, ich möchte auch eine Villa, warst du aber jetzt nicht so, dass du gesagt hast, bis am 13. April muss ich aber da sein. Sondern es war rein diese Freude in dir, das Gefühl der Vorstellung und dann, was war entscheidend? Das Loslassen. Ne? Nicht dran rumdenken, nicht dran rum, oh, kriege ich jetzt den Ferrari und kriege ich jetzt das Haus und kriege ich jetzt die Frau und kriege ich jetzt den Job. Nein, das ist Vertrauen. Das ist Zweifel. Ja. Genau, ja, das ist Zweifel. Wenn ich das festhalte, ist es Zweifel. Das ist ein Zustand, der ist mir zwar gestattet bis an mein Lebensende, aber dann mit der ganzen Verantwortung, die ich zu tragen in dem Moment habe. Also muss dieses Säckler tragen. Okay. Ich will aber nicht. Liebe Zuschauer, jetzt wird's ernst. Wir haben noch 30 Sekunden, dann endet die Time-to-Do-Sendung an sich. Wie gesagt, ich werde mich dann in den Hintergrund begeben, nach der kleinen Werbeunterbrechung, die jetzt noch kommt, bleiben die Alexa, die Lena und die Lara hier vor Ort und werden dann sie in die Manifestation führen, in der Manifestation begleiten. Wichtig für Sie, stellen Sie sich's bildlich und in Liebe vor. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.